Herzlich willkommen und hallo bei Rising World. Ja, und aber neben dem Schaf haben wir noch andere Gäste, nämlich den Xar. Und das Oberschaf von unseren Anubis. Moin Moin! Was willst du jetzt mit Schaf sagen, hä? Ich hab da gerade ein Schaf gehört. Nichts Schlimmes. Ja, unser Ally-Talk fehlt immer noch, weil eine Aufnahmesession und so. Ja, also müssen wir uns begnügen mit Xar und Anubis? Begnügen? Hm? Begnügen, sagt sie. Ja, ich sag begnügen. Ja, Ally fehlt schon, also irgendwie. Ja, ein bisschen, ja. Ja. Aber nur so ein ganz kleines bisschen. Ja, also ich habe ja Rising von Anfang an mit ihm gemacht. Da fehlt er mal schon. Ja, ja. So. Und was macht ihr? Ich mach mein Loch zu. Und ich mach ein Loch rein. Er macht ein Loch rein, der andere schüttet es zu. Das klingt nach einer endlosen Beschäftigung. Macht auch echt Spaß. Ich mach nur einen Deckel drauf. Und ich verleg am Boden. Könnten wir doch kombinieren. Xar grabt ein Loch, Anubis macht das Loch zu und ich leg dann schnell Deckel über euch beide. Meinst du, das macht dann den ganzen ein Ende? Ja, das wäre so eine Endlosbeschäftigung, also da kriegen wir sicher ein paar Folgen zusammen. Der erste aufgibt. Könnte spannend werden. Weil Xar ist keiner, der so schnell aufgibt. Anubis schätze ich jetzt auch nicht wirklich so ein, nämlich ich sowieso nicht. Auf was? Kann man das essen? Ja, genau. Ja, auf Essen. Also, ich mache da jetzt gerade den Kellerboden fertig, damit ich dann das Gästezimmer einrichten kann. Also das ganz spezielle Gästezimmer. Kleine Teufel. Oder möchte gern Teufel, sagen wir so. Er sagt denn immer, dass es beim Teufel schlecht zugehen muss, hä? Sagt jeder? Ach, ich glaube, ich bin da ganz human. Ja, du bist ja auch keiner. Deswegen sagt er, er möchte gern Teufelchen. Na, los, hin da! Und wie schaut's mit deinen Hausgästen aus? Hast du schon wieder welche? Ich habe keine, aber Xar hat auch immer welche. Der Xar versucht sich ja gerade einen Gang zu graben zu seiner Höhle. Er macht sich eine Höhle zu seiner... Okay, das klingt auch wieder doof. Nein, ich mache einen Gang. Ah, genau, du schließt dein Haus an unser Wegsystem mehr oder weniger an, weil dort, wo du reingegangen bist, ist unser Weg ja nicht weit weg. Genau. Das heißt, wenn du das hinkriegst, dann schließen wir dich voll einfach an. Du musst vorher nur einen Kilometer zu dir rüberbuddeln. Nur mal eben kurz. Genau, und genau das mal eben kurz mache ich gerade. Genau, du bist immerhin schon 242 Meter weg von mir. Ja, voll. Mal schauen, wie weit das am Ende der Sendung ist. Ich fürchte nicht arg viel mehr, weil ich hier gerade noch gleichzeitig den Boden verlege. Ach, du machst das auch gleich, okay? Ja, weil... ja, er hat doch beim Meister gelernt, das macht man sofort. Naja, das Problem ist halt, wenn ich einfach nur losputtel, passiert es gerne mal, dass der Gang einfach total schief wird oder man eben in der Höhe ständig variiert. Ah, dann okay. Passt das irgendwie nicht mehr so wirklich. Deswegen lege ich es gleich hinweg, dann weiß ich auch gleich, wie ich buddeln muss. Mhm. Ja, also mein Keller nähert sich einer Fertigstellung. Oje. Wie tritt man nochmal Blöcke? Mit den Pfeiltasten. Links, rechts. Ups. Pfeiltasten war das. Echt schlimm. In Creativers ist es L. Ja, in Arc ist es E. Du musst nur noch im richtigen Spiel die richtige Taste finden. Genau, das ist das Problem. Suche, so wirst du finden.
Ja, das ist aber mit allem so, auch mit Inventar oder mit der Rennfunktion oder. Ja, ich weiß. Wenn man mehrere Spiele spielt, kann das recht kompliziert werden. Ja. Außer natürlich, man ist so faul und legt sich dann alles immer um auf irgendwelche Tasten, wo man sagt, das ist jetzt meine Taste dafür. Nein, ich bin dafür, Das. wir machen das, wie die Deutschen es immer machen. Wenn etwas nicht so ist, wie es sein soll, wird es genormt. So. Oder es wird gemeckert, dass es nicht passt. Ja, also gemeckert wird sowieso immer. Ja, also wenn nicht gemeckert wird, dann war es gut genug. Dann sucht man sich was zu meckern. Oder Ich das. sagen. Ja, sogar überlegen, ob man hier unten eine Türe reinbaut und dann eine Höhle baut. Höhle von meinem Haus könnte man natürlich dann mit dem Höhlensystem drüben verbinden. Hier kann man auch mit Anubis einen unterirdischen Gang bis zu meinem Haus. Nicht immer da oben an den bösen Tieren vorbei. Was? Du hast bei dir böse Tiere? Im Moment kaum, nein. Die habe ich alle schon umgebracht. Seitdem habe ich relativ Ruhe. Ganz am Anfang war ich ja der Meinung, mein Haus entsteht in der Wüste. Das habe ich dann sein lassen. Das Warum? waren mir zu viele nette Zeitgenossen. Also ich stehe gerade mitten in der Wüste. Hier ist nichts, gar nichts. Naja, aber nur weil Du du mich meinst, verpflegt hast. nicht mehr. Weiß jetzt nicht, worauf du anspielst. Ja, das weiß ich Auf dein jetzt. Mimimi vorher? Ich habe immer noch keine Ahnung, was ihr mir sagen wollt. Aha, ihr seht also, Anubis ist ja aufgrund seines Alters leidet schon ein bisschen an Vergesslichkeit. Aber noch ein ganz kleines bisschen. Ja, Jetzt alles spielt klar. sie schon auf mein Alter an. Was willst du mir jetzt damit sagen? Du bist nur ein paar Tage jünger als ich, meine Liebe. Aber ist die Tage machen's aus? Ja, Wollte ich ja. gerade sagen. Das Nee, sind ist genau klar. die Tage, die das Ganze ausmachen. Genau, so. Oh Mann. Tada, der Keller steht. Okay. Ah, ist das schön, der Keller ist fertig. Brauchen wir noch irgendeine Art Stiegenhaus? Ein was? Eine Art Stiegenhaus. Treppenhaus. Ah, geht doch. Nein, ich sag jetzt nichts. Nein, ich sag jetzt nicht. Ich beiß mir jetzt auf die Zunge. Oh. Ja, es tut mir ja leid, dass ihr jetzt alle Nacht zugucken müsst, wie ich hier am Erde buddeln bin und so weiter und so fort. Aber ich muss ja irgendwann mal mit meiner Pyramide vorankommen hier. Meinst du, möchtest mal anfangen damit? Ja, aber dafür muss man ja erstmal eine gerade Fläche haben. Und das ist etwas, was es hier grundsätzlich nicht gibt. Ja, das kenne ich. Das war bei meinem Häuschen auch nicht viel besser. Habe ich ganz schön viel umgraben müssen. Begradigen müssen. Es hat mich einige Stunden gekostet. Oh ja. Aber dafür freut man sich, wenn man fertig ist. Das stimmt wohl. Auch wenn das teilweise noch sehr, sehr lange dauern kann. Das macht ja nichts. Irgendwann ist man fertig. Man muss sich das nur oft genug sagen, dann geht es deutlich schneller. So, jetzt habe ich wieder mal keine Steine. Ja, einmal mit Profis und so. Steine sind hier grundsätzlich Mangelware. Ach nee, Steine habe ich schon noch daheim genug, aber halt nicht mit. So, was braucht man alles in einem Keller? Ich würde sagen, einen kleinen Lagerraum.
beste Zimmer für ein Louis, das wäre doch hier ideal, oder? Das reicht doch, oder? Einen Gästeparker. Gästezimmer. So, nehmen wir weg. Mehr oder weniger, wir nehmen nur ein bisschen Abkürzung. So. Ich finde, das hat was. So langsam. Ja, doch. Langsam nimmt es Gestalt an. Ja, so langsam wird das Loch auch immer kleiner. Mal, wie weit ist denn das da? Oh, nicht sehr weit weg. Ja, der Boden verlegen zieht ganz schön. Haben wir da den Ofen? Aha, gut, ich habe schon wieder diesen Pack. Okay. Metall mehr reinlegen können. Müssen wir es nach der Folge einmal neu einloggen, dann kann ich wieder. Ja, da. Also wenn Anubis wieder braucht, ich habe gerade nachgelegt. Nö, ich hab's gleich. Und dann können wir gleich schauen für die Inneneinrichtung. Auch mal die. Ja. 16 Eisenstäbe, oh Mann. Ja, es wird teuer, dein Knast. Ah, dein Gästezimmer. Habe ich mich gerade verhört oder hat sie Knast gesagt? Nein, sie sagte Gästezimmer. Ah ja, okay. Ich dachte, ich hätte gerade was ganz anderes gehört, aber naja, gut. Nein, musste ich verhört haben. Genau. Keine Ahnung, was du meinst. Das kommt im Alter mal vor. Mhm. Danke, dass du das gesagt hast. Ach ja. Diese Jungspunte da. So, ich brauche Eisenstäbe. So, und dann brauche ich hier einmal das, noch einmal das. Hätte man gleich die Breite anschauen können, dann wäre es viel einfacher gewesen. Hier brauchen wir da auch noch eine Paste. So. Oh, die sind in unterschiedlichen Farben. Noch zu! Juhu! Glückwunsch! Oder auch nicht. Oh Mann, oh! Fünnü! Ja, würde ich hat auch keiner gesehen. Stelle. Wir sehen es dann alle in deinem Video. Nein, nichts passiert. Das wird extra rausgeschnitten. Wahrscheinlich, ja. Oder er hat außersehen ein Schatzbild. Ja, keine Ahnung. Kleinen Bildausfall, ja. Nehmen wir mal kurz die Abkürzung. Kann man bei meinem Haus sein?
1, 2, 3, 4, 5. Ja, super. Mhm. Ja, wunderbar zu meiner Planung. Reicht. Größer? Nein. Gut, da haben wir 2. Die Höhe ist ja auch 2 breit. Gut, dann müssen wir das mal anders bauen. Oh, dieses Spiel will mich mobben. Dieses Spiel? Du auch, ja, ich weiß. Ja, ich darf ja wieder. Und so. Okay. Das wird definitiv nochmal umgebaut. Geklappt. Wenn die aneinander snappen würden. Damit kann man doch schon mal was anfangen wieder. Würde ich sagen, die... Noch, ich brauche also noch ein. Okay. Ups. Da. Geh drauf. So. Dann können wir irgendwann an den Laden und die Frage. Das ist ein gemütliches Gästezimmer. Und? Wie? Mein Gästezimmer ist fertig? Noch nicht. Achso, das ist ja gut. Aber ich arbeite dran. Versuch das noch in der Sendung zu kriegen. Lass mich nicht ablenken. Oh ja. Oh oh. Als Inneneinrichtung, sozusagen am Bett. Auch dann natürlich auch, oder? Das kriegt er einmal. Ja, man braucht es nicht über.
Und es wird schon mit wenig Komfort auskommen, oder? Genügsam. Gut. Betten waren an welcher Werkbank? Freisäge, glaube ich. Ach ja, da wären sie gewesen. Ja. Das würde eigentlich passender sein. Ach, ich glaube, das kriegt. Ja, genau. Ich reicht doch so eine Holzpritsche, oder? Ja, würde auch. Ja, man könnte natürlich einfach das Holz skalieren und dann hinknallen. Gute Nacht. Könnte man auch, aber ich bin da zu nett, glaube ich. Zu nett. Ich glaube, ich werde demnächst mal eine Geisel nehmen. Das hat er doch gar nicht verdient, zu behandelt zu werden. Okay. Viel zu viel Fününü in letzter Zeit. Also was dran, das sagst du was. Jetzt muss ich mal das Tier stellen. Was dann? Nix. Gar nix. Also das verkriegt er einmal. Dann müssen wir ihn herstellen und das ist dann nicht das erste Thema ausgestattet. War noch Netze. So lege ich noch hin. Jetzt vor allem mal das da. Muss mir noch tatsächlich über. Ja. Danke. Bitte. Ja, jetzt bin ich gerade blind. Sollst du in die Sonne schauen? Ich habe mich in die Sonne geschaut, ich hatte Licht mir angemacht. Also. Da ist es dann sorry bei allen Zuschauern bei Anubis, sie dürft sich bitte bei mir beschweren. Ich wollte gerade sagen, beschweren bitte bei Danu auf dem Channel. Ich hatte nur Mitleid und Zuschauer, die ganze Zeit da irgendwie dieses künstliche Licht sehen müssen. Ich soll noch sehen, was ich da für dich alles einbaue. Ich habe mir noch gar nicht überlegt, wen ich hier drin einmauern will, wenn ich das Ding fertig habe. Ist also wie ein Einmauern? Nein. Habe ich das jetzt laut gesagt? Ja. Team Ally, der ist schon angeschlagen. Der kann sich doch nicht mehr wehren, genau. Damit muss er jetzt leben. Ach Mann, es ist etwas mühselig. Was dann?
Für das Angleichen des Bodens hier. Ja, das kenne ich. Schon überlegen, ob ich nicht schon mal die ersten Steinchen demnächst setze, weißt du, so. Ja, warum nicht? Die Dimensionen erstmal so ein bisschen abchecken, abstecken. Naja, du weißt, was ich meine. Mhm. So. Ja, also ich würde sagen, dann jetzt sind wir bald fertig. Und sie schafft es noch in dieser Folge. Voll komfortabel. Bin noch, aber das muss ich extra machen. Oh, ja, doch. Ja. Was habe ich gesagt? Weißt du das noch? Zwei Steine, ein Meter, ne? Hm? Hattest du gesagt, ja? Oh, oh. Ja doch, also klar, wenn du willst, du kannst dir auch das Gästezimmer von Anubis anschauen. Ja, mach ich dann gleich. Ich muss eh gleich zurück. Mir gehen die Steine aus. Keller. Auch noch versteckt. Ja, man sieht's kaum, also. Jemand muss was tun, weil man wirklich nicht. Ja. Schon eine anständige Größe gekriegt. Aber du musst dann auch an die, an den Gehörschutz denken, der vor der Zelle hängt, falls der Insasse dann wieder anfängt zu singen. Nein, du hast wieder nicht Zelle gehört. Was? Achso, Gästezimmer, ja klar. Das Xad ist immer verwechselt, ich weiß auch nicht. Ja, also ich meine, es klingt halt so ähnlich. Mhm. Ja. Da kann es schon mal zu Verwechslungen kommen. Mhm. Ja, stimmt schon, im Prinzip ist ja recht ähnlich. Beides begibt man sich auf Zeit. Das eine hat mehr oder weniger freiwillig, das andere nicht. Ja, man könnte sich ja auf Knästezimmer einigen. Oh, da habe ich gerade das Falsche gebracht. Wo ist denn? Ja. Da bauen wir das da auch noch. Ich glaube, ich fliege mal nach Hause und hole mir die ersten Steine. Ja, oder du kommst kurz bei mir vorbeischauen. Wenn du das noch hinkriegst, dann können wir das sogar noch in der Folge machen. Was? Also, wenn du schnell bist. Oder willst du warten, bis das ganze Haus fertig ist? Nee, ich komm mal vorbei. Ich guck mir das mal an, dein Gästezimmer. Wenn ich jetzt meinen Fackelweg finde, wieder da ist er. Jetzt guck
gucken Also wir es ist uns ein mal. voll komfortables Zimmer mit allen Annehmlichkeiten, die das Spiel zu bieten hat. Also sowas wie Fernseher gibt es ja noch nicht, kann ich dir also noch nicht einbauen. Oh, ich sehe einen Anubis. Da fehlt ein Stein. Was ist denn Ja, da das los? weiß ich. Ich hatte gerade einen zu wenig. Bitte schön. Was ist denn das? Ja, geh doch mal rein. Ich weiß nicht. Also 4 Sterne kriegst du dafür aber nicht, du. Einer reicht. So. Einer für sichere Verwahrung. Ja. So. Anubis ist ja mal weggesperrt und ich würde sagen, ob er da wieder rauskommt, seht ihr in der nächsten Folge. Oh Mann. Was denn? Ja, die Halterung ist ein bisschen schief, das tut mir leid. Aber hey, du hast sogar Privatsphäre, also halbwegs wenigstens. Ich wollte mal gerade sagen, ich habe hier vor mir eine Mauer und rechts neben mir ein Gitter. Wo ist denn das Privatsphäre? Der fährt hier. Also wenn jemand die Treppe, die Rampe runterkommt, zieht das nicht direkt. Juhu. Wenn er natürlich da auf die Seite geht, dann schon. Oh Mann, der sitzt da am Top. Ja. Ja, ich würde sagen, mit dem Bild wünsche ich euch dann einen schönen Abend. Oder was sagt ihr? Ja, dein Bett kannst du auch noch rausbinden, aber pass auf, dann ist ein Spawnpunkt. Ja, auch du liegst schön unterm Bett. Ratzepü. Ratzepü. Also du bist verschlaft jetzt den ganzen Tag. Mach jetzt den allein. Wie weit bist du kommen? Xar sagt auch nichts mehr. Ja. Wie weit bist du gekommen? Keine Ahnung, 200 Meter. Schauen wir mal nach. Er ist jetzt 154 Meter weg. Er kommt näher. Oh, oh. Jetzt geht er wieder weg. Das ist gut. So, und damit würde ich sagen, das reicht dann für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Ciao.